ein Freund von mir kommt noch gleich vorbei. Was? Ja, ein Freund. Was für ein Freund? Was redest du da, ey? Ey, warte mal, Jonas, entspann dich mal. Da sind doch Kinder, Mann. Ja, ja, wann wollte der kommen? Ja, jetzt gleich. Der müsste jeden Moment da sein. Okay, der soll kommen. Ich will ihn mal kennenlernen. Ach, das ist der bestimmt. Ich mach mal die Tür auf. Warte. Was für Tür aufmachen? Bleib hier. Ich mach die Tür auf. Wo ist eine? Wir sind nur Freunde. Hab ich überhaupt was gesagt? Sag ja nur. Ja, komm rein. Jo, Uzi! Jo, was geht? Psst. Was geht ab? Was sollen wir starten? Junge, du bist aber ein Fuchs. Kannst du mal sehen? Überleg du mal, ich komm gleich. Kleiner, alles gut? Und, wie läuft euer Spiel? Laber nicht so viel, mach mal jetzt was zu essen. Was hast du gerade gesagt? Hast du schon richtig gehört, jetzt mach mal essen. Was bist du so frech? Wie redest du mit mir, Junge? Sehe ich aus wie dein Freund? Hab mal ein bisschen Respekt. Was für Respekt? Mach dich nicht so krass. Du kleiner Pisser, Alter, weißt du überhaupt, mit wem du dich anlegst? Ich nehm dich auseinander, Mann. Papa, was soll das? Was ist hier los? Keine Ahnung, der will mich einfach angreifen. Schon, du kleine Ratte, ich will dich angreifen? Machst du jetzt auf unschuldig, oder was? Papa, komm runter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Lass den Usan in Ruhe. Ich wollte nur was zu trinken haben. Und er wollte auf mich losgehen. Was laberst du da? Ich schwöre bei Gott, nein. Der kommt einfach respektlos hier rein und sagt, ich soll ihn hier Essen machen und sowas. Nein, Onkel, ich hab dich nur ganz höflich gefragt. Oh, Papa, du bist unmöglich. Du machst mich echt sauer. Hä? Komm, Usan, wir gehen jetzt spielen. Und du, Papa, du machst uns schön was zu essen. Was? So Jungs, schön, dass wir alle zusammen an einem Tisch sitzen und uns lieb haben. So, jetzt hören wir zusammen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Guten Appetit. Ey, sag mal, hast du einen kompletten Dachschaden oder was? Papa, was redest du? Was ist denn jetzt schon wieder los? Der tritt mich kackenpreis unterm Tisch. Esma, was hat denn dein Papa? Der ist immer aggressiv. Boah, Papa, iss doch einfach weiter und hör bitte auf, immer Stress zu machen. Ey, jetzt reicht, du Pisser. Komm, steh auf. Jetzt 1-1, Alter. Papa, setz dich jetzt sofort hin. Es reicht jetzt. Ich schwöre bei Gott, da hab ich wieder getreten. Glaubst du mir nicht? Lieber Onkel, ich nimm dir das nicht übel. Mein Opa hat diese Krankheit auch. Was laberst du da, Junge? Was redest du? Was für eine Krankheit? Du hast echt Aggressionsprobleme. Ich kenne da einen guten Therapeuten. Ach, jetzt willst du mich noch beleidigen? Willst du sagen, ich bin krank oder was? Papa, setz dich jetzt einfach hin. Du übertreibst. Ach, wisst ihr was? Isst ihr einfach da, Mann. Ich iss da alleine. Erstmal, mein Schatz, holst du die restlichen Sachen? Okay. Dankeschön, mein Schatz. Sag mal, wo ist denn eigentlich dein komischer Freund? Da drüben, wo soll der denn sein? Ey, Junge, was machst du da? Dich abziehen, was denn sonst? Leptopisser, wen willst du hier abziehen? Kennst du das Sprichwort? Leben und leben lassen, also entspann dich. Was für entspann dich? Pack mal ganz schnell die Uhr da weg, Mann. Ich dreh gleich hier komplett am Rad. Du hast doch eine Uhr. Teil mal ein bisschen, ich will auch leben. Ach so, noch eine Uhr. Esma! Na ja, warte ab. Mach's auf scheinheilig, ja? Komm, guck dir deinen Freund an hier. Was hast du? Was schreist du wieder rum? Gib dir mal deinen Freund hier, spaziert einfach rein und klaut meine Uhr. Esma, was hat denn dein Papa?
Papa schon wieder. Junge, willst du mich komplett verarschen gerade? Hey Papa, der arme Junge will dir was Gutes tun und du schreist ihn an. Alles gut, Esma, dein Papa ist einfach undankbar. Undankbar? Was spielt der Typ hier für einen Film? Oh Papa, einmal hole ich einen Freund hierher und du tust mir sowas an. Ich bin echt traurig. Hey, warte doch mal, Schatz. So Schatz, ich gehe jetzt eben duschen. Eine Freundin von mir kommt gleich. Benimmt euch bitte, okay? Ja, okay, Papa. Onkel, ich hab dich lieb. Warte, ich mach schon auf. Hey, komm rein, ich hab dich schon erwartet. Oh, du bist aber süß. Ich weiß, das sagen alle. Hi. Hallo. Und du bist die Tochter? Ja, ich bin die Tochter. Schön, freut mich. Und wo ist dein Papa? Der ist kurz im Bad, der kommt gleich. Ich bring dir was zum Trinken. Ach Quatsch, ist nicht nötig. Doch, doch, du bist mein Gast. Oh, wie süß du bist. Ihr seid so knuffig. Danke. Und alles gut bei dir, Kleiner? Bei mir schon, aber bei dir anscheinend nicht. Hä, was meinst du damit? Ja, ich finde es schon scheiße, wenn Frauen verarscht werden. Wie bitte? Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Ach, egal, ich darf darüber nicht reden, sonst kriege ich Ärger. Doch, bitte sag mir mal, was du meinst. Ich behalte es auch für mich versprochen. Ja, ich meine, du bist heute da und gestern war ein anderes Mädchen hier. Und letzte Woche genauso. Wie? Also willst du mir sagen, der bringt ständig andere Frauen hierher? Ja, wer 1 plus 1 rechnen kann. Aha. So, Kinder. Ach, du bist ja schon da. Aber nicht mehr lange. Du wirst mich hier nicht wiedersehen. Hä, was ist denn los hier? Was soll das? Ganz ehrlich, such dir eine andere Dumme, die du verarschen kannst. Was hast du wieder angestellt, du kleine Ratte, Alter? Boah, Papa, fängst du schon wieder damit an? Hey, Onkel, kann ich einmal kurz mit dir reden? Was? Lass uns unter 4 Augen reden. Unter 4 Augen? Ja, komm, komm. Boah, ich glaub das alles nicht. Komm, setz dich hin, trink mal was. Was machst du da? Ich mach's kurz, gib mir 300 Euro. Was für 300 Euro? Willst du mich verarschen, du kleine Scheiße? Du hast gesehen, was die kleine Scheiße drauf hat. Willst du deine Perle wieder haben oder nicht? Ja, normal. Was für eine Frage, Mann. Okay, Brudi, gib mir 3 Scheine her. Warum 300 Euro? Wieso übertreibst du so? Reicht nicht ein Fuffi oder was? Eine wie du mit ein Fuffi. 300 oder ich lass die Bude brennen. Ja, okay. Entspann dich mal, Brudi. Was ein Mensch du bist, ne? Ich schaff alles. Hier, 300 Euro. Alles klar, ich dreh die Spieß um. Komm mit. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Okay. Komm mal mit. Was ist los? Was gibt's? Das, was ich vorhin gesagt habe, war nicht so gemein. Hä, was soll das denn bedeuten? Mein Onkel und ich spielen immer ein Spiel und ärgern uns gegenseitig. Ja, und ich bin zu weit gegangen, ich habe es übertrieben. Wie jetzt? Hier waren keine Frauen. Es ist aber nicht nett, was du da mit deinem Onkel machst. Tut mir leid, Tante. Ach, alles gut, Kleiner, alles gut. Hey, Jonas. Hey. Du, tut mir voll leid wegen eben. Lass uns das bitte einfach vergessen. Ja, klar, alles gut, alles gut. Hier ist dein Anteil. 150. Gute Arbeit, Bro. Du bist echt ein Fuchs. Fuchs ist mein zweiter Name. So sieht mein Schatz schön aus. Nimm's ja auf, die Scheibe. Das ist ja mein Schatz, ich glätte auch mal die Haare. Ich habe mir übrigens früher auch mal die Haare geglättet. Echt? Ganz früher ja, mittlerweile nicht. Ich habe ja Locken, weißt du? Ich mache bald ein Beauty-Tutorial. Ne? Ich zeig euch mal, wie man besser aussehen kann. Mit sehr wenig Geld besser aussehen kann. Zack. Zack. Und jetzt. Genau, zack. Und dann. Okay. Nochmal. Also. Yalla. Konzentriert euch. So. Zack. Zack.
zack, tsch. Und ey, zack, 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 psch. Und was machst du so? Ich mach nichts. Du wolltest dich umdrehen, deswegen. Du wolltest dich umdrehen, ey. Ey, Tante, kommst du mal bitte mit? Ich will. Sorry. Auf einmal kam so voll der Checker raus, weißt du? Boah, Papa, einmal hole ich einen Freund hierher und du tust mir sowas an. Ich bin echt traurig. Ey, warte doch mal, Schatz. Erstmal. Das war sehr gut. Ich, oh mein Gott, wenn das keine Schauspielerin ist, ne? Schatz, was sagst du, irgendwann Hollywood? Sag mal. Hollywood? Ich schwöre bei Gott, die kann besser schauspielern als die meisten hier. Ich schwöre. Du kaufst mich Filzsachen, du kaufst mich Chicken Wings. Boah. Okay, tamam. Okay. Aber du musst so weiter gut spielen. Was ist mit dir? Aber mit mir teilst du, ne? Was ist mit dir? Was denn? Soll dir beides kaufen? Ja, nein. Ich mag keine Chicken Wings so sehr. Okay, pass auf. Okay, jetzt wird weiter gedreht. Wenn ihr brav seid, kriegt ihr, was ihr wollt. Yalla. Okay.